Guten Tag und herzlich willkommen hier in der Felddienst-Arena. Ihnen allen zunächst einmal auch von dieser Seite aus, auch wenn es schon 19 Tage jetzt sind, ein schönes und frohes neues Jahr 2017. Und damit beginnen wir unser Mediengespräch vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Ingolstadt 04. Für Sie hier oben auf dem Podium als Ihre Gesprächspartner sind unser Cheftrainer Markus Weinzierl, unser Sportvorstand Christian Heidel und unser Sportdirektor Axel Schuster. Das ist die Vorrede und hiermit sei die Fragerunde eröffnet. Ihre Fragen hier oben, nach hier oben. Jens macht den Anfang fürs neue Jahr. Ja. Herr Weinzierl, können Sie uns denn Näheres zum Zustand von Baba schon mal sagen? Hundertprozentig nicht. Er ist verletzt raus beim Afrika Cup, ist jetzt auf dem Weg nach Deutschland. Die erste Diagnose wollen wir nochmal überprüfen lassen, aber er ist am Knie verletzt, was natürlich sehr, sehr bitter ist, was sehr schade ist. Er ist am Meniskus verletzt und vielleicht auch und wahrscheinlich auch am Kreuzband, aber das werden wir dann, wenn er in Deutschland ankommt, endgültig wissen. Ja, nochmal Jens Reinke, Nachfrage. Wann wird er erwartet? Ja, er fliegt heute los und wird dann am Freitag, denke ich, morgen in Deutschland untersucht. Sebastian Hochreiner. Gibt es denn schon einen neuen Stand bei Chupo? Und rechnen Sie überhaupt noch damit, dass er spielen kann? Ich weiß keinen neuen Stand, ich rechne mit ihm. Ich gehe davon aus und hoffe, dass er spielen kann. Raphael Wiesweg. Wo wir dann schon mal bei dem Personal sind, Herr Weinzierl, vielleicht können Sie dann noch zum Rest noch was erzählen. Zuletzt sind ja auch ein paar Spieler wieder eingestiegen. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, klar, dass wir Probleme haben, dass wir da auf einzelne Spieler individuell eingegangen sind in der Vorbereitung. Ist auch klar, Höwedes hat wieder mittrainiert, Nastasic hat wieder mittrainiert, Kehrer hat wieder mittrainiert. Das sind Alternativen, um die ich froh bin. Natürlich die Langzeitverletzten. Ist auch so, dass keiner so schnell wieder zurückkommt und dass wir aus den Spielern, die jetzt da sind, eine schlagkräftige Truppe bauen wollen bis Samstag, die Ingolstadt schlägt. Max Siegmann, da vorne in der Mitte, genau. Ich war etwas verwundert zugegeben, als ich gestern gelesen habe, dass Di Santo in Argentinien operiert wurde, weil Samstag hieß es ja noch, er wird da zu einer Spritzentherapie hinfliegen. Und zweitens, dass Koke auch, also dass die Rückkehr da unbekannt sei. Gab es da einen Rückschlag irgendwie oder wie kann man das erklären? Dr. Schuster. Also ganz kurz zu Franco Di Santo erstmal. Franco fehlt uns ja schon seit vielen, vielen Wochen. Am Anfang dieser Periode war die Diagnose klar und dem Franco wurden zwei Möglichkeiten zur Therapie vorgeschlagen. Franco hatte sich von Anfang an auf die konservative Methode eingeschossen und wollte auf keinen Fall eine OP, auch in der Hoffnung, dass es damit schneller gehen könnte, wenn sie erfolgreich ist. Nachdem der Erfolg ja nicht so ganz eingetreten ist, wie wir alle feststellen mussten, leider, hat er uns darum gebeten, nach Argentinien fliegen zu dürfen. Der Arzt dort hatte schon die Bilder, hatte seine Einschätzung abgegeben. In Argentinien hat er dann bei seinem Vertrauensarzt auch nochmal nahegelegt bekommen, doch die konservative Methode abzubrechen und jetzt die OP zu machen. Und somit ist dann dort dann ist dort eigentlich umgezwitscht worden und nach Absprache mit unserem Mannschaftsarzt Patrick Ingelfinger ist dort dann gleich die OP durchgeführt worden. Ist ja keine so große OP, sondern Leisten-OP. Jetzt dauert es 2-3 Wochen, bis er wieder reisen kann und dann kommt er zurück und dann hoffen wir, dass es dann positiv und gut weitergeht. Bei Koke ist der Fall so, dass nach der Verletzung wir uns für eine konservative Therapie auch hier entschlossen haben. Nach allen Bildern und allen Begutachtungen, auch von Spezialisten und Vertrauensärzten aus Spanien und unseren Ärzten, ist das Kreuzband gut verheilt? Ist das wieder ordentlich und sauber hergestellt und stabil? Das Knie hat auch eine große Stabilität. Allerdings haben wir seit der Wiederaufbelastung und der Vollbelastung immer wieder diesen Versuch einer höheren Belastung. Das Problem, dass Koke Schmerzen an der Patellaspitze hat.
Die hat es verhindert, diese Schmerzen haben es verhindert, dass die Muskulatur voll aufgebaut werden konnte. Das war der Stand Anfang Januar, als er nicht mit ins Trainingslager konnte, weil zu großes muskuläres Defizit da ist. Das heißt, ein zu großer Unterschied zwischen beiden Beinen. Da arbeiten wir weiter dran. Wir müssen allerdings auch festhalten, wir sind da immer noch nicht, haben noch nicht den 100%igen Durchbruch. Das heißt, eine Vollbelastung ohne Schmerzen an der Patellaspitze kommen wir im Moment nicht. Patellaspitze ist ein diffiziles Problem im Knie, an dem man jetzt auch nicht irgendwie mehr tun kann, als sie zu beruhigen, sie anzuspritzen und dann immer wieder an der Belastungsgrenze zu belasten, bis wir an den Punkt kommen, dass er voll belasten kann. Ja, darauf warten wir. Es geht vorwärts, aber viel zu langsam für alles das, was wir uns wünschen und er sich selbst auch. Manfred Henriok hier vorne. Herr Weinze, nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, rechnen Sie mit beiden Spielern in der Rückrunde noch? Klar ist man da enttäuscht drüber, beziehungsweise ist es unbefriedigend für den Spieler in erster Linie, wenn sich eine Reha dann länger hinzieht wie geplant. Und für mich als Trainer gilt das Gleiche. Ich warte auf die Spieler, wir warten auf die Spieler, aber in erster Linie ist es schade für die Jungs, weil sie uns helfen wollen, weil sie am Platz stehen wollen, weil sie spielen wollen. Aber es ist so, dass man da öfter mal Rückschläge auch hinnehmen muss und dem müssen wir uns hingeben, beziehungsweise wir müssen einfach weiter geduldig bleiben. Wenn eine Geschichte wie die Santo, wie Koke jetzt schon so lange dauert, dann ist es ja nicht nur damit abgetan, dass er wieder auf dem Platz steht und dann auch Fußball spielen kann, sondern er hat dann auch Trainingsrückstand, hat keinen Rhythmus. Also wir müssen da sehr geduldig und sehr behutsam mit den Jungs umgehen. Die Personalien, diese Langzeitverletzten kennen wir, konzentrieren uns auf die Spieler, die da sind. Hier vorne Jan Wochner und dann Ralf Makrutzki. Wie bewerten Sie den FC Ingolstadt und was hat sich bei Ihrer Analyse vielleicht auch aufgetan? Was hat sich unter Walpurgis dort geändert? Ja, sie haben eine sehr gute Phase vor Weihnachten gehabt unter dem neuen Trainer. Stark verbessert, agiert, viele Punkte geholt. Sehr aggressive Mannschaft gewesen in den letzten Spielen. Ich habe sie selbst gesehen in Leverkusen zum Beispiel, wo sie gewonnen haben. Sie haben zu Hause gegen Leipzig gewonnen. Das spricht schon mal für sich. Das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe, weil sie gut organisiert sind, weil sie sehr laufstark sind, mit die besten Laufwerte in der Liga auch aufweisen. Und sie werden hier uns einen Fight abliefern, wo wir dagegenhalten müssen, wo wir die Besseren sein wollen und wo wir gewinnen wollen. Aber dass es nicht im Vorbeigehen geht, das steht definitiv fest, sondern wir brauchen 11 mal 100% und müssen das als Mannschaft auf den Platz bringen. Entschuldigung, Ralf Makrutzki ist der Nächste, genau, da war er. Herr Weinzierl, bei diesen ganzen Nachrichten, dass Ihnen jetzt durch Langzeitverletzungen, aber auch durch den Afrika-Cup wichtige Spieler jetzt nicht zur Verfügung stehen, was stimmt Sie denn überhaupt optimistisch in Anbetracht der Personallage, dass Sie da jetzt zumindest die ersten beiden Spiele positiv gestalten können? Ja, ich sehe die Mannschaft, dass sie Qualität hat. Ich weiß, dass wir in der ersten Halbserie eine super Phase gehabt haben von 12 Spielen, wo wir vieles richtig gemacht haben und da müssen wir anknüpfen. Und da haben wir natürlich nicht jeden einzelnen Spieler dann auch zur Verfügung, sondern müssen da 1, 2, 3 ersetzen. Aber die Mannschaft hat trotzdem die Qualität, das Potenzial, weiß, wie sie arbeiten muss, weiß, wie es funktioniert. Und wenn wir zu Hause gegen Mainz gewinnen können, gegen Darmstadt gewinnen können und Bremen gewinnen können, dann können wir auch zu Hause gegen Ingolstadt gewinnen. Und das ist die Aufgabe. Wir wissen, wie wichtig der Start ist. Und die ersten beiden Heimspiele sind elementar für die Rückrunde. Zu Hause Ingolstadt, zu Hause Frankfurt. Da gilt es, mit unseren tollen Fans im Rücken alles reinzuschmeißen und die Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Auch wenn wir wissen, dass wichtige Spieler fehlen. Raphael Wiesweg. Herr Weinzierl, haben Sie erstmals seit längerem Luxusprobleme in der Abwehr oder sehen Sie Holger Badstuber noch nicht so weit, dass er schon voll in den Konkurrenzkampf einsteigen kann? Oh, nee, Luxusproblem, glaube ich, ist was anderes. Also es ist so, dass wir
hinten drin natürlich jetzt mehr haben wie drei, die da hinten spielen können. Aber es ist so, dass jeder seine Geschichte hat und Hübe das die ganze Vorbereitung nicht absolvieren konnte. Nastasic vor Weihnachten lange Zeit verletzt war und jetzt auch nicht alles mitmachen konnte. Wir haben mit Holger Badstuber einen Spieler verpflichtet, der erst seit einer Woche bei uns ist, der natürlich auch in München nicht die Spielpraxis gehabt hat, die er sich da selbst gern erwünscht hätte. Er hat mittlerweile verstanden, wie wir agieren wollen, aber es ist in keinster Weise, kann es auch nicht abgestimmt. Und von daher werden wir da hinten irgendwo eine Lösung suchen, die am besten ist. Aber es ist nicht so, dass ich mich da hinten als Luxusproblemlöser sehe. Nochmal Raphael Wiesig und dann Jan Wochner. Ja, mir war das schon in Chemnitz aufgefallen. Da hat ja Holger Badstuber erst rechts angefangen in der Dreierkette und dann links. Er ist Linksfuß, genauso wie Matija Nastasic. Gibt es da grundsätzlich von Ihnen eine Bevorzugung, wer dann eher auf der linken Seite spielen sollte? Ist da jemand vielleicht stärker auch mit seinem rechten Fuß? Naja, diese Aufstellung war natürlich dem Umstand geschuldet, dass Kehrer und Höberes nicht dabei waren, die beide rechts da vorgesehen sind. Und ich weiß auch und bin mir auch bewusst, dass wir Holger da keinen großen Gefallen getan haben, in seinem ersten Spiel auf der rechten Seite zu spielen. Aber er ist so ein erfahrener Spieler und so guter Spieler, dass er das auch kann. In der Regel ist es so angedacht, dass ein Linksfuß links spielt und ein Rechtsfuß rechts. Und wenn kein Rechtsfuß zur Verfügung steht, dann wählst du eben einen von beiden aus und da haben wir uns für Badstuber entschieden. Aber ich habe die große Hoffnung, dass für Samstag Kehrer oder Höberes zur Verfügung stehen. Jan Wochner. Herr Weinziel, Herr Heidel, haben Sie sich für die Rückrunde als sportliche Führung dieses Vereins auf ein konkretes Rückrundenziel geeinigt, auch in der externen Kommunikation? Sind Sie da auf der gleichen Seite? Haben Sie genau die gleiche Zielvorstellung? Mussten Sie sich erstmal abstimmen? Wie sieht das aus? Meine Ziele sind, glaube ich, die gleichen wie die von Christian. Wir wollen erstmal gut starten und dann schauen wir weiter. Es wird entscheidend sein, wie wir gegen Ingolstadt agieren und wie wir gegen Frankfurt zu Hause agieren und dann können wir weitersehen. Klar ist diese Geschichte der Saison so, dass wir Stand heute nicht zufrieden sind. Das hat seine Gründe, das haben wir alles schon thematisiert. Wir brauchen nicht, denke ich, an den 34. Spieltag denken und schauen, was da passiert, was wir da dann wollen, sondern wir schauen auf Samstag auf 15.30 Uhr und das mit voller Konzentration. Ralf Makrotzki. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Heidel. Es sind ja nicht nur aus sportlicher Sicht jetzt vielleicht auch entscheidende Wochen, sondern vielleicht auch aus Ihrer Sicht. Da stehen ja Vertragsfragen an. Erstens mit den, wie sieht die Perspektive der ausgeliehenen Spieler aus? Die mögliche Vertragsverlängerung oder nicht von Kolasinac oder vielleicht auch die langfristigere von Meier und Goretzka. Könnten Sie mir da vielleicht erzählen, wie da Ihr Stand ist oder was oder wie Ihre Planungen sind? Denn es wäre ja zu befürchten, dass sozusagen, wenn das Thema weiter existiert, dass das vielleicht ein bisschen auch den Blick auf die sportliche Seite, die Konzentration vielleicht ein bisschen trübt oder verwässert? Also bitte um Verständnis, dass ich Ihnen da nicht viel dazu sagen möchte. Macht immer mein selbe Verslein. Ich weiß sehr genau, wann Verträge auslaufen. Das darf man mir abnehmen. Und dass wir so agieren, dass der sportliche Ablauf jetzt in der Rückrunde da in keinster Weise tangiert wird, ist völlig klar. Aber es ist nicht meine Art, wenn ich ein Gespräch führe, anschließend eine Pressekonferenz zu geben, was in dem Gespräch war, sondern das sind Gespräche, die wir auch ohne, dass wir bekannt geben, wann wir reden, mit den Leuten führen, die es betrifft, das heißt Spieler, Berater, so wie das heutzutage üblich ist. Und gehen Sie mal davon aus, wenn eine Entscheidung, egal in welcher Richtung, gefallen ist, es betrifft ja jetzt zwei Spieler, was an einen auslaufenden Vertrag angeht, mit Choupo-Moting und mit Seo Kolasinac, dann werden wir das natürlich umgehend bekannt geben. Es ist aber überhaupt nicht mein Eindruck momentan, dass die wenigen ungelösten Personalien momentan irgendeinen Einfluss auf Leistung oder so haben. Also wenn wir den Eindruck hätten, wäre es vielleicht Zeit, da die Taktik zu ändern. Aber das ist momentan nicht der Fall, weil wir einfach da in sehr guten Gesprächen sind. Nachfrage, Ralf Makrotzki? Dann noch eine weitere Frage. Ein junger Spieler verlässt den FC Schalke zum Mitchell Neumann. Hat Sie das überrascht oder hatte er hier keine Perspektive mehr? Wie war da Ihre Haltung zu dem Wechsel?
Nee, das hat mich nicht überrascht, weil dieses Ansinnen es schon mal im Sommer gab. Wir bedauern es immer, wenn ein Spieler aus dem eigenen Bereich den Club verlässt, aber ich habe natürlich auch irgendwo ein klein wenig Verständnis dafür. Er musste natürlich schauen, wo habe ich eine möglichst große Chance zu spielen. Und jetzt gibt es die Verfechter die absoluten Verfechter der Jugendarbeit, die sagen ja, die Jungs müssen doch spielen. Jetzt haben wir natürlich da hinten in der Dreierkette schon sehr gestandene Bundesligaspieler. Ich möchte dann die Kritiker sehen, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, Hövedes draußen lassen und sagen, wir geben mal, jetzt will Neumann eine Chance. Bei uns hat er einfach diese Spielpraxis nicht bekommen und wir konnten ihm auch jetzt schwer erklären, dass das jetzt kurzfristig sich ändern wird, weil natürlich bekannt ist, dass die Verträge der Spieler, die auf diesen Positionen spielen, über den Sommer hinaus unter Vertrag sind. Deswegen habe ich Verständnis, auch wenn ich es bedauere, dass er sich einen Club gesucht hat, wo man ihm gesagt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Einsatz kommt, einfach größer ist. Deswegen wechselt er hier nicht im Bösen, weil das alles sauber und korrekt abgelaufen ist. Aber ich konnte ihm außer arbeite weiter, der Trainer konnte ihm auch nichts anderes sagen, irgendwann kommt mal deine Chance, konnte ich ihm nicht garantieren, dass er in der Rückrunde zum Einsatz kommt. Da muss man auch ehrlich sein. Ich glaube, es ist besser, als einem Spieler da irgendetwas zu erzählen und nach 6 Wochen kommt er und er sagt, du hast mir doch zugesichert, dass ich spielen kann. Also deswegen war es nicht überraschend. Ich glaube, es ist auch absolut erklärbar. Unter Umständen gab es jetzt für ihn auch da keine andere Wahl, als einfach einen Schritt zu gehen. Wir werden nicht jeden Spieler aus der knappen Schmiede hier zum Stammspieler in der Bundesliga machen können. Oliver Müller. Herr Weinzierl, so ein bisschen ist die Situation ja vielleicht vergleichbar mit dem vergangenen Sommer. Sie haben neue Spieler bekommen, die sind relativ spät gekommen. Integrationsprozess ist vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten, wie er sein sollte, damit die, sagen wir mal, eine vollwertige Alternative sein können. Hinzu kommen die Personalprobleme. Fürchten Sie, dass, weil Sie eben betont haben, dass der Start extrem wichtig sei, fürchten Sie, dass es gerade speziell zu Beginn jetzt der Rückrunde da Probleme geben könnte, weil die Mannschaft noch nicht eingespielt ist eventuell? Mit diesen Fakten haben Sie recht, aber die sind so. Aber es ist eine ganz andere Situation wie im Sommer, weil wir eine Vorrunde gespielt haben und wir viel mehr Erkenntnisse haben. Und uns stützt einfach diese Phase von 12 Spielen. Und mit der Systemumstellung hat sich die Mannschaft gefunden, hat ihre Stärken da eingesetzt. Und natürlich sind jetzt auch 1, 2, 3 Spieler dabei, die jetzt vielleicht ein bisschen personell oder Probleme gehabt haben in den letzten Wochen. Aber sie werden wieder dabei sein, auch wenn Hövedes zum Beispiel nicht hundertprozentig trainiert hat in der Vorbereitung, ist ein unheimlich wichtiger Faktor. Und er kann es und die Mannschaft weiß, dass sie es kann. Und jetzt gilt es als Mannschaft dann auch zu zeigen. Und diese Erfahrung aus der Vorrunde ist der große Unterschied von jetzt zu Juli oder August. Sascha Baczynski. Herr Heidel, könnten Sie vielleicht nochmal sagen, wie die aktuelle Situation bei Choupo-Moting ist und wie da die Gespräche mit dem Verband laufen? Und planen Sie noch Aktionen auf dem Transfermarkt in diesem Transferfenster? Also Gespräche mit dem Verband gibt es gar keine. Also wenn jetzt der Verband von Kamerun gemeint ist, sondern es gibt einen Austausch mit der FIFA, wo jetzt eben, wo wir unsere Auffassung dargelegt haben mit der Vorlage von Dokumenten. Das ist eine etwas kuriose Regel. Also der Choupo-Moting ist gar nicht gesperrt momentan, sondern es steht im Statut drin, wenn ein Spieler einer Einladung nicht folgt, dann kann er für den Zeitraum des Turniers nicht spielen. Und sollte er spielen, kann das mit Sanktionen bestraft werden. Das ist die Wiedergabe jetzt des Regulats, des FIFA-Regulats. So, und jetzt haben wir bei uns das Problem, ist Erik Maxim Choupo-Moting überhaupt eingeladen? So, wir stehen auf dem klaren Standpunkt, dass er nicht eingeladen ist. Dann kann er nicht gesperrt werden. Jetzt muss jemand prüfen und eben einen Entscheid in die Richtung bringen, ist er eingeladen oder ist er nicht eingeladen? Unser Fall ist überhaupt nicht vergleichbar jetzt mit diesem sehr noch wesentlich bekannteren Fall Matip. Das ist eine ganz andere Situation. Und die FIFA, muss ich sagen, ist da sehr rührig. Also wir sind da wirklich im täglichen Austausch
Und das Letzte, was uns gesagt wurde, dass wir durchaus davon ausgehen können, dass es eine Entscheidung spätestens bis morgen geben wird. Es kann passieren, dass sich das nochmal verzögert, wenn noch Nachfragen unter Umständen auch beim Verband Kameruns möglich sein werden. Aber es gibt durchaus eine Hoffnung, dass wir morgen einen Entscheid bekommen. Fragen Sie mich nicht, wie der ausgeht. Das weiß ich nicht. Aber es ist nicht so, dass diese Sache völlig hoffnungslos ist. Also, ja, es passieren jeden Tag neue Dinge bei uns hier. Der Stand gestern und ist auch der Stand momentan noch, ist eigentlich, dass in Richtung Einkauf und auch in Richtung Verkauf das abgeschlossen ist. Aber ich habe immer dazu gesagt, ja, ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Morgen kann ein Anruf kommen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, wo wir sagen, das passt jetzt ganz genau. Da denken wir nochmal drüber nach. Ich möchte jetzt nicht die Möglichkeit erwähnen, dass es nochmal eine Verletzung geben kann. Da sind wir jetzt, muss ich sagen, genug bedient damit. Das hoffe ich mal nicht. Aber es kann Situationen geben, die dazu führen, dass man durchaus nochmal drüber nachdenken müsste. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir momentan in Planungen einer weiteren Neuverpflichtung sind. So, die erste längere Pause tritt ein. Deswegen meine Frage, gibt es noch weitere Fragen hier oben ans Podium? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann habe ich allerdings noch kurz zwei Informationen für Sie. Zum einen gibt es für das Spiel gegen Ingolstadt am Samstag noch ausreichend Karten an den Tageskassen. Also für unsere Fans werden die Tageskassen West, Nord und Ost ab Samstag ab 13 Uhr geöffnet sein. Ebenso auch wie die Gästefans, für die Gästefans die Kasse Süd um 13 Uhr. Und dann haben wir natürlich, der ein oder andere wird es damals auch begleitet haben, wenn ich hier ins Auditorium gucke, Jens Greinke, Manfred Hendriok. Natürlich befinden wir uns ein bisschen in einer historischen Saison. Vor 20 Jahren hat der FC Schalke 04 seinen größten internationalen Erfolg erzielt, ist Eurofighter, also die Eurofighter haben den UEFA Cup gewonnen. Das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich ausgiebig zu würdigen wissen. Auch deswegen bin ich heute so gekleidet, wie ich gekleidet bin. Und wir wollten euch ganz gerne auch noch vorstellen, eines der Projekte, nämlich ein Sammelalbum, das nochmal an diese Zeit erinnert, mit Bildern aus dieser Zeit, mit jeder Station auf dem Weg zu diesem sensationellen Erfolg. Das wollten wir einmal kurz vorgestellt haben, haben für euch auch Alben da und natürlich auch Sammelbilder, weil ich weiß, so eine Sammelleidenschaft, die gilt für jung und für alt. Das hier nochmal als abschließende Erwähnung. Und dann vielen Dank für euer Kommen und wir sehen uns dann am Samstag hier zum Heimspiel gegen Ingolstadt. Vielen Dank.